Was natürlich jetzt richtig ärgerlich wäre, ist, wenn wir bei den Jägern auftauchen, denen das Bier in die Hand drücken und er uns dann sagt, du, ich habe einen super Tipp für dich, wie du Scavenger ausnehmen kannst, um jede Menge Erz zu machen. Ja, und wir dann fast alle Scavenger bis dahin schon umgebracht haben. So, komm her. Obwohl, so langsam haben wir echt den Dreh raus mit denen, hm? Okay, wir müssen nicht unbedingt die Leiche zerstückeln. Aber die Kämpfe gehen schon ein wenig besser. So, dich nehmen wir auch noch mit. Okay. Sie können wohl sehr hoch springen. Das macht die Biester noch komischer. Also diese Gorg-Geräusche sind ja schon irritierend genug, aber dass sie einfach so über einen rüberspringen können. Na gut. Aber ja, ich denke schon, dass wir irgendetwas in der Richtung, also Häute abziehen oder Krallen entfernen, also bei denen lernen können. Das wäre sonst ein wenig albern. Ist nur die Frage, ob Scavenger verwertbare Häute haben. Denn bisher haben wir noch nirgends solche Sachen gesehen. Aber Krallen und Wolfspelze, die haben wir schon mal auf Händlern gesehen. Hoffen wir einfach das Beste. Die denken sich bestimmt auch, ach, der schon wieder. Was hat er diesmal vergessen? Hm? Ja, ja, die haben ja nichts Besseres zu tun hier. Stehen den ganzen Tag und die ganze Nacht an der Brücke und labern Unsinn wahrscheinlich. Genau wie der Spruch am Anfang. Nee, nee, das ist das neue Lager. Das alte Lager ist unter der Brücke. Ja, ja. Naja, der Job muss aber auch ziemlich mies sein. Den ganzen Tag einfach nur rumstehen. Tierisch langweilig. Vergeht die Zeit absolut nicht. So, ich habe hier ein warmes Bier für dich. Bitteschön. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Super Tipp. Lass dich nicht treffen. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge, aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. 100 Erz. Uffala. Wie viel haben wir gerade? Wir haben 13 Erz. Ja, nee, aber gut zu wissen. Also wieder ein Trip quasi umsonst. Wir konnten unser Bier abliefern. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ah, mit dem bisschen Hab und Gut hier ins Lager. Ein paar Flügel zum Verkaufen. Die Axt. Naja, aber wir können Bescheid sagen, dass Neck nicht wiederkommt. Und einfach mal hoffen, dass sie das Amulett nicht bemerken, dass wir es unterm Hemd tragen. Also sagen wir am besten Sly Bescheid, der hat uns ja losgeschickt. Und vielleicht noch dem Koch, dass sein Pilzesammler nicht wiederkommt. Und Finch, der die Schicht von Sly übernommen hat. Nee, die Schicht von Neck meine ich. Nur wo waren die jetzt alle? Sly war, glaube ich, hier oben. Jedenfalls tagsüber. Bist du Sly? Jop. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Hehe.
Nein, ich befürchte nicht. So, du willst mir doch nicht etwas vorenthalten. Neck hat ein Schutzamulett bei sich. Ich mag nicht, wenn man mir etwas vorenthält, was mir gehört. Solltest du das Amulett finden, bring es mir. Ich werde an dich denken, wenn ich das Amulett in der Hand halte. Warum sollte es überhaupt dir gehören? Du hast uns losgeschickt, Neck zu finden und nicht sein Amulett zu finden. Und wenn er tot ist, gehört es auf keinen Fall dir, sondern dem, der es findet. Die sind hier echt ganz schön komisch, die Jungs. Alle total ich-bezogen. Und was mit dir? Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Ah, du willst uns 100 Erz einfach so in die Hand drücken? Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Also theoretisch könnten wir ja echt mit dem Erz durchbrennen, aber dann könnten wir uns hier im Lager nicht mehr sehen lassen, weil er und seine Schattenkollegen uns das Leben zur Hölle machen würden. Also ja, holen wir das Schwert einfach kurz ab. Vielleicht fällt für uns auch noch was dabei ab. Fisk. Welcher war Fisk? Bist du Fisk? Nee, siehst du wie ein Butler aus. Wie ein Butler, der schlafen will. Also das eine ist der, der uns ins Sumpflager führen würde. Dexter ist auch ein Händler. Und hier war normalerweise noch einer. Können wir uns irgendwo hinhauen? Oh. Hey, du! Genau, dich suche ich eigentlich. Du lernst schnell! Komm mal raus hier, ich will mit dir reden. Zeig mir deine Ware. Hat schon mal kein Schwert, das man so kaufen könnte? Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? 110. Ja, Whistler sollten wir nicht erwähnen. Na gut, was soll's. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Das glaube ich irgendwie nicht. Denn Whistler gibt uns die 10 Erz bestimmt nicht wieder zurück. Guck mal, was für ein Schwert das überhaupt ist. Whistlers Schwert. 15-20. Leider haben wir die Stärke dafür nicht. Also wir können es noch nicht mal benutzen. Das heißt, es macht nicht wirklich viel Sinn, es uns zu behalten. Weil damit jetzt ewig in der Gegend rumzulaufen, wäre nicht sehr questgerecht oder rollenspielgerecht. Also hier, dein Schwert. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. Wir hatten nicht mal die Möglichkeit zu sagen, dass es teurer war. Ja, das alte Lager eben. Irgendwann musste noch mal was Gutes dabei abfallen, dass wir hier den Leuten helfen. Also ja, normalerweise würden wir die Stimmen bekommen, um dem Lager beizutreten, aber das wollen wir ja gar nicht. Da war eine Truhe. Und da ist aber auch ein Butler. Na gut, schauen wir mal zum Koch. Oder sind wir bei dem jetzt schon vorbeigelaufen? Nee, ne? Normalerweise laufe ich immer unten lang. Hier oben kenne ich das gar nicht. Na komm,
Finch müssen wir auch noch Bescheid sagen. Der war bei der Arena. Oder hieß der Fletcher? Du da? Wegen Neck. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Ja, das ist ja wohl dein Problem. Da haben wir nicht wirklich Mitleid mit. Also ja, es war Fletcher und nicht Finch. Aber klingt ja fast genauso. So, hier haben wir die Schmiede. Können wir hier vielleicht was mitgehen lassen? Ah, du guckst gerade nicht hin. Wie viele Dietriche haben wir? Ein. Ah. Links? Nein. Und wieder abgebrochen. Ja, wir sollten erst anfangen, Schlösser zu knacken, wenn wir genug Dietriche haben. Na gut. Hauen wir uns hier einfach mal hin. Nachdem wir den Schinken haben mitgehen lassen. Zack. So, und jetzt noch zum Koch. Nichts hat sich geändert. Naja, das Leben eines Butlers ist hart. Obwohl, die Butler sind ja eigentlich diejenigen, die das Erz abbauen. Nur ist hier gar keine Mine. Ruhen die Butler sich hier aus? Nein, nicht du schon wieder. Was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Ja, lauf. Boah. Wer bist du? Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Ja, okay, Schlösser öffnen sollten wir so oder so. Aber das wäre wieder ein Gefallen, den wir eigentlich nur brauchen, um uns hier anzuschließen. So viel, wie wir für dieses Lager schon gemacht haben, sollten wir echt nochmal mit Diego sprechen. Und dann tun wir einfach so, als wenn wir uns anschließen würden. Und da wir die Hälfte der Aufgaben schon gemacht haben, kriegen wir dann vielleicht endlich mal irgendwas Positives. Wie eine Rüstung oder so. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Gut, ihn scheint nicht wirklich zu interessieren, was mit Neck passiert ist. Er hat ja auch seine Pilze bekommen. So pragmatisch sind die Köche halt. Also, hier war Torus. Diego sitzt auf seiner Bank. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Das ist ja einfach. Mach's gut. Ich will für Gomez arbeiten. Ach. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert? Liegt an dir, kapiert?
Ich werde mit Diego reden. Das heißt, wir müssten uns gar nicht anschließen. Dadurch, dass wir die Aufgaben für Diego erledigen, lässt uns Taurus in die Burg. Wahrscheinlich, um dann mit Gomez zu sprechen, damit wir den Schatten beitreten. Aber wir laufen dann einfach zu den Feuermagiern, geben unseren Brief ab und sagen diesem alten Lager endgültig Goodbye. Das klingt nach einem Plan. Also Diego, was müssen wir tun, um da reinzukommen? Ich habe mit Taurus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Ja. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Das klingt irgendwie nach so einem Stickerheftchen. Wenn du genug Sternchen gesammelt hast, dann kommst du weiter. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Ah, bei dem waren wir doch gerade. Der wollte, dass wir eine Diebeskunst erlernen. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ah, Stärke ist doch immer gut. Und schon haben wir mehr als genug Stärke, um... Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Also, unsere Stärke ist gerade jetzt genug gestiegen, sogar mehr als genug, um ein bisschen das Schwert zu benutzen. Auch wenn wir es leider nicht mehr haben. Aber wir können einfach mal bei der Schmiede vorbeigucken. Ob wir da jetzt vielleicht ein Schwert bekommen. Oh, wir haben kein Erz. Ah. Na gut. Aber wir haben jetzt jede Menge zu tun. Nämlich alle Aufträge hier zu erledigen. Damit Diego uns mag. Damit Taurus uns mag. Damit wir zu den Feuermagiern können. Also, speichern. LP 006. Nicht 8. Achso, das ist eine 6. Oh Mann, ist das klein.